Willkommen, liebe Studierende, zum ersten Teil des Screencasts zu digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. Das erste Kapitel dreht sich um LTI-Systeme im Zeitbereich. Was das ist, wenn Sie es nicht mehr wissen, erfahren wir gleich, und ist aufgeteilt in vier Teile, zu denen es jeweils einen separaten Screencast gibt. Zunächst schauen wir uns die Grundelemente von zeitdiskreten Systemen an. Wie sehen zeitdiskrete Signale aus und was ist der Unterschied zu zeitkontinuierlichen Systemen? Dann gucken wir uns an, das ist dann der nächste Screencast, wie die Impulsantwort und die zeitdiskrete Faltung in zeitdiskreten Systemen definiert ist. Schließlich gucken wir uns in einem weiteren Screencast an, was die Z-Transformation eigentlich ist, ohne jetzt zu tief in die Theorie dort einzusteigen. Und zum Schluss, als letzter Screencast zum ersten Kapitel, schauen wir uns an, was für verschiedene Implementierungen zeitdiskreter Systeme es gibt. Aber jetzt fangen wir zunächst mal mit dem eigentlichen ersten Teil des ersten Kapitels an, nämlich die Grundelemente von zeitdiskreten Systemen. Unsere Welt ist analog, das heißt, die Signale sind zeitkontinuierlich und wertkontinuierlich. Das interessiert uns hier jetzt aber nur am Rande. Uns interessieren die Prozesse, die passieren, wenn man solch ein analoges Signal jetzt abtastet und daraus ein zeitdiskretes Signal macht. Das nennen wir dann digital, und richtig analog ist es dann eigentlich auch nicht mehr, weil es gibt keine wirklich analogen Rechner, aber solange wir eine Floating-Point-Auflösung haben, ist das eigentlich noch fast genauso gut wie das analoge Signal von der Signaldynamik her. Diesen Prozess gucken wir jetzt im Detail im Kapitel 7 an. Bis dahin gehen wir einfach mal davon aus, dass wir beim Abtasten alles richtig gemacht haben und unser Signal nicht verfälscht haben. Im Kapitel 8 gucken wir uns dann an, wie wir von einem zeitdiskreten Signal wieder zurück in die analoge physikalische Welt kommen. Und im Kapitel 4 schauen wir uns an, was zu beachten ist, wenn man so ein Signal diskretisiert, das heißt zum Beispiel mit einem Analog-Digital-Wandler auf eine endliche Anzahl von Stufen bringt. Und tatsächlich haben wir hier in dieser Vorlesung überwiegend mit Systemen und Signalen zu tun, die sich hier in dem unteren Bereich befinden, das heißt, die abgetastet sind und wertdiskret sind. Und zwar so wertdiskret, dass man sich immer überlegen muss, ob das jetzt schon das Signal geschadet hat, ob es wehgetan hat oder nicht. Das nennt man dann auch im Gegensatz zu Floating Point Fixpoint-Darstellung. Fixpoint daher, weil die Kommastelle von diesem Signal festgelegt ist. Floating Point hat man Exponenten, die man verändern kann. Das gibt es bei Fixpoint nicht. Schauen wir uns ein zeitdiskretes Signal mal an. Wir hatten gesagt, das Signal ist abgetastet, und aus rein praktischen Gründen haben wir es in der Realität fast ausschließlich mit Signalen zu tun, die in regelmäßigen Abständen abgetastet sind. Macht man das nicht, bringt man sich mathematisch in große Schwierigkeiten, weil ein Signal, was nicht äquidistant abgetastet ist, lässt sich mit den üblichen mathematischen Methoden nicht behandeln. Und man muss außerdem auch immer noch den Zeitpunkt der Abtastung mit abspeichern. Bei einem normal abgetasteten Signal reicht es eigentlich, wenn man weiß, dass es wie bei einer CD mit 44,1 kHz vielleicht abgetastet ist, und dann muss man nicht jeden einzelnen Zeitpunkt mit abspeichern. Liegt so ein nicht äquidistant abgetastetes Signal vor, das hat man beispielsweise bei Wetterprognosen oder unregelmäßigen Messdaten, dann wird normalerweise ein großer Aufwand betrieben, um dieses Signal per Gridding, nennt man das dann, auf ein regelmäßiges Gitter oder Grid zu bringen. Das ist aber nicht ganz so einfach, das gucken wir uns unter Umständen noch im 9. Kapitel an. Weil wir ja gesagt hatten, wir haben regelmäßige Abtastzeitpunkte, reicht es eigentlich auch, diese
Das abgetastete Signal als eine Folge zu betrachten. Das heißt, eine Folge von Zahlenwerten, bei der der physikalische, also der Zeitpunkt quasi entfernt worden ist. So sieht ein Rechner ein Audiosignal, ein Videosignal, eine abgetastete Folge. Ein Rechner sieht nur eine Folge von Zahlenwerten. Und das schreiben wir dann x von n in eckigen Klammern und meinen damit, das ist das gleiche wie x abgetastet zum Zeitpunkt n mal ts. Und weil wir eine Folge von Zahlen haben, ist das Signal zwischen diesen Abtastwerten überhaupt nicht definiert. Das heißt, das ist nicht 0 oder irgendwas, es gibt es nicht, weil wir nur diese Folge von Zahlenwerten haben. Und wie gerade schon gesagt, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass das Signal oft genug abgetastet wurde, so dass keine wesentliche Information verloren gegangen ist. Und wesentlich heißt, dass wir das Signal aus diesem abgetasteten Form wieder rekonstruieren können, ohne dass uns jetzt im Analogen der Unterschied auffällt. Und das gucken wir uns, wie gesagt, im Kapitel 7 an. Der Herr Nyquist hat sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt, was es heißt, oft genug abzutasten. Die Grundelemente zeitdiskreter Systeme sind eigentlich nicht besonders viele. Ein wichtiges Grundelement ist die Addition oder Subtraktion. Das heißt, wir führen zwei Zahlenfolgen zusammen. Dafür müssen beide natürlich mit der gleichen Rate abgetastet sein, sonst fehlen ja irgendwo Zahlenwerte oder sind zu wenig da. Und da findet man in der Literatur verschiedene Arten, das zu schreiben. Die direkt einleuchtende, wo wir zwei Folgen, zwei Ströme zusammenbringen mit einem Plusoperator. Und wenn wir subtrahieren, schreiben wir natürlich kein Minuszeichen rein, weil man wüsste ja sonst nicht, ob wir x1 minus x2 oder x2 minus x1 schreiben, sondern wir schreiben das Minuszeichen bei der Folge hin, die subtrahiert werden soll. Man findet auch häufiger diese Schreibweise, wo einfach beide Folgen auf einen Punkt kombiniert werden. Das ist zwar platzsparend und einfach zum Zeichnen, aber man verliert doch leicht Übersicht. Deshalb verwenden wir in diesem Kurs hier diese Schreibweise mit diesem Plusoperator. Was man vielleicht auch noch darauf hinweisen sollte, im Analogen, in der Regelungstechnik ist es klar, wenn ich zwei analoge Signale kombiniere, dann enthalten die den ganzen Bereich der Werte. Bei einem digitalen Signal bestehen einzelne Leitungen natürlich nur aus Nullen und Einsen. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer Busse mit was auch immer, 16, 32, 53 Bit, je nachdem, was ich halt brauche. Und wir malen hier aber einfach nur einen Strich und das repräsentiert dann Busse. Da wir uns hier in diesem Kurs mit jetzt hardwarenahe digitale Signalverarbeitung beschäftigen, sollte man sich auch immer überlegen, was steckt eigentlich dahinter, hinter so einer Addition. Und auf einem FPGA würde ich so einen Addierer zusammenbauen aus Gattern. Das haben Sie alle hoffentlich mal in Logik oder Schaltwerk oder wie man das bei Ihnen geheißen hat, gemacht, wie man so einen Addierer zusammenbaut. In einem FPGA bestehen diese Elemente der Addierer meistens aus Lookup-Tables. Das gucken wir uns später noch an, was das ist. Das sind im Prinzip ja, so Codiertabellen. Was für uns erstmal wichtig ist hier, dass natürlich die Fläche, die ich brauche, um so eine Addition durchzuführen, mit der Wortbreite zunimmt. Und daher sollte man beim FPGA-Design immer darauf achten, nur die Wörter so breit wie eben nötig zu machen. Sonst brauche ich mehr Fläche. Und mehr Fläche heißt letzten Endes Kosten, weil ich zum Beispiel ein größeres FPGA benötige. Bei Microcontroller oder DSPs gibt es spezielle Assembler-Befehle für die Addition. Hier müssen Sie die Wortbreiten nehmen, die quasi jetzt eingebaut sind in den Microcontroller. Das heißt, je nach Typ und je nach Befehl vielleicht 8, 16 oder 32 Bit. Wollen Sie eine 33-Bit-Addition durchführen, dann müssen Sie das aus einzelnen Addierbefehlen sich selber zusammenbauen. Das kostet dann mehrere Zyklen und wird dementsprechend dann langsamer.
weiterer wichtiger Bestandteil von digitaler Signalverarbeitung ist Multiplikation mit einer Konstante oder einem Gewicht. Und auch da gibt es wieder verschiedene Schreibweisen. Die Schreibweise, die wir verwenden werden, ist die mit diesem Pfeil und dem Koeffizienten darüber. Auf die Art sagen wir, wir legen hier ein Gewicht fest. Auch Multiplizierer müssen natürlich in Hardware abgebildet werden. Und genau wie beim schriftlichen Rechnen ist eine Multiplikation deutlich aufwendiger als eine Addition. Man versucht daher, mit so wenig Multiplikation wie möglich auszukommen auf FPGAs. Und weil dieser Verbrauch von Ressourcen, also Gattern oder Lookup-Tables, so groß ist, gibt es auf vielen FPGAs, und zwar speziell die für die Signalverarbeitung, kompakte und schnelle Multiplizierer, die dann auch schon geeignet mit Addierern zusammengebracht werden. Das sind die sogenannten MAC-Units. Die sind deshalb schneller und kompakter, weil die nicht aus programmierbarer Logik zusammengesetzt sind, sondern die sind quasi auf Transistor-Level optimiert, haben dafür den Nachteil, die kann man wirklich für nichts anderes gebrauchen. Das heißt, wenn Sie keinen Multiplizierer brauchen, liegt dieser Multiplizierer brach, obwohl Sie mitbezahlt haben. Und Sie sind natürlich auch da jetzt auf die Wortbreiten festgelegt, die der Hersteller eingebaut hat. Das sind typischerweise 18x18 oder 18x25 Bit. Wenn Sie andere Wortbreiten brauchen, dann müssen Sie das unter Umständen kombinieren. Bei Microcontrollern finden Sie jetzt bei einfachen Modellen keine Multiplikationsbefehle. Die müssen Sie dementsprechend wieder langsam und relativ aufwendig selbst zusammenbauen. Bei leistungsfähigeren Modellen gibt es spezielle Befehle. Und wenn Sie spezielle Befehle haben, die jetzt schnell multiplizieren und addieren können, dann haben Sie wahrscheinlich einen DSP in der Hand. Was noch teurer ist als ein Koeffizientenmultiplizierer, ist ein allgemeiner Multiplizierer. Das heißt, wenn Sie zwei Folgen, zwei Datenströme miteinander multiplizieren wollen, dann ist es natürlich nicht möglich, diesen Multiplizierer in irgendeiner Form zu optimieren, einzelne Bits wegzulassen, sondern da müssen Sie einfach alle Eventualitäten voraussehen. Dementsprechend brauchen diese Multiplizierer noch mehr Fläche. Das wird auch zum Glück nicht so oft gebraucht. Sie brauchen es dann, wenn Sie beispielsweise Strom und Spannung auf einem FPGA multiplizieren wollen, um die Leistung zu berechnen. Man muss aber immer bedenken, das ist eine nichtlineare Operation. Das sieht man ganz einfach daran, wenn man den gleichen Datenstrom an beiden Eingängen anlegt, dann kommt das Quadrat des Datenstroms heraus und das ist offensichtlich eine nichtlineare Operation. Schließlich, auch sehr wichtig, die Einheitsverzögerung als ein Grundelement der digitalen Signalverarbeitung. Das heißt, das ist ein Register, in dem die Daten aufgenommen werden und im nächsten Clock-Zyklus weitergegeben werden. Auch da gibt es verschiedene Schreibweisen. Wir nutzen je nachdem entweder die erste, die ist sofort einleuchtend. Wir haben hier Daten x von n, die werden verzögert und kommen als x von n minus 1 oder y von n am Ausgang von diesem Register heraus. Sehr oft sieht man auch diese Schreibweise hier, wo anstatt TS, die Abtastperiode, z hoch minus 1 drin steht. Das ist eine Schreibweise, die kommt aus der Z-Transformation und die gucken wir uns jetzt auch noch im Laufe dieses ersten Kapitels an. Schließlich sehr reduziert, die Z hoch minus 1 Operator kann man als Multiplikation schreiben mit x von z. Das ist mir aber auch ein bisschen zu reduziert. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sieht, wo sind meine Register, wo sind meine Verzögerungen. Ein Problem bei dieser Schreibweise von z hoch minus 1 ist, dass man das TS nicht mehr sieht. Das heißt, da steht nur noch, da wird irgendwas verzögert. Man kann aber nicht mehr direkt sehen, mit welcher Zeiteinheit. Um es nochmal klar zu machen, was heißt das eigentlich in der Hardware? In der Hardware ist so ein Register eine Parallelschaltung von Flipflops. Das heißt, wenn Sie einen 32-Bit-Bus haben, dann brauchen Sie 32 Flipflops, die jedes einzelne Bit zwischenspeichern können. Und mit dem gemeinsamen synchronen Clock werden dann die Daten am D-Eingang entgegengenommen und am Q-Ausgang
weitergegeben. Das nennt man Register. Bei Hardware-Implementierungen, also auf FPGAs, sind diese Register, wie gesagt, Flipflops. Ansonsten, wenn Sie programmieren, das kennen Sie, dann sind das oft Pointer, die auf einen Speicherbereich zeigen oder auf einen Ringbuffer und dann werden die Daten durch entsprechende Adressierung quasi weitergeschaltet. Bei FPGAs finden Sie auch oft Schieberegister, die diesen Job übernehmen. Die Flipflops sind wie gesagt ein wichtiger Bestandteil von digitalen Signalverarbeitung. Dementsprechend gibt es die einzeln. So in jeder Kachel quasi vom FPGA gibt es neben den Logikelementen auch eine gewisse Anzahl von Flipflops, aus denen man sich die Register zusammenbauen kann. Ansonsten gibt es noch spezielle Block-RAMs, die verteilt in Ihrem FPGA vorliegen und die nutzt man natürlich geschickterweise, wenn es größere Speicherbereiche braucht. Braucht man sehr große Speicherbereiche, beispielsweise wenn Sie eine TCP-IP-Kommunikation aufbauen oder wenn Sie Bilder oder Audiodaten speichern wollen, bietet es sich an, an den FPGA ein externes RAM anzuschließen. Damit sind wir am Ende des ersten Teils von Kapitel 1 angekommen. Ein kleiner Überblick darüber, was so zeitdiskrete Systeme ausmacht. Am wichtigsten sind vielleicht die letzten drei Folien, in denen gezeigt wird, was die Elemente eigentlich von zeitdiskreten Systemen ausmacht. Addition, Multiplikation und Zeitverzögerung. Danke fürs Zuhören.